Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass heute Otto zwei besondere, ganz besondere Gäste begrüßen darf. Also ich freue mich, dass ein Fernsehstar hier bei uns ist, Flavia Holburg. Sie hat eine ganz, ganz interessante Biografie. Und natürlich Max Bertram, Hoteldirektor in Barlehm, aber auch mit ganz, ganz viel Welterfahrung, wenn ich richtig weiß. Darf ich mit dir anfangen, Flavia? Ja, gerne. Ja, Ladies first. Ja, natürlich. Magdeburgerin mit Leib und Seele, in der Region geboren. Wir wissen, dass du in Wolmestedt geboren bist. Miss Börde mal gewesen. Oh Gott, ja. Ja. Mit 16. Ganz, ganz viel Erfahrung im TV-Bereich, wenn ich richtig weiß. Ganz neu war in einem Privatfernsehsender, wo man so gegenseitig sich bekochen darf und du auch gewonnen hast. Und mit einer interessanten Biografie, warum ich das sage, vor einigen Wochen bist du als Editha-Preisträgerin geehrt worden, weil du eine Wiederkehrerin bist. Du hast jahrelang in Österreich gelebt, am Bodensee, und auch die Festspiele dort begleitet. In ja, einer Form. Das eine oder andere hat uns in Begrenz, ja, ist das richtig? Ja. Und nach 12 Jahren bist du wieder zurückgekommen. Erstmal vielleicht, wie kommt man nach Österreich? Warum geht man nach Österreich als Magdeburgerin? Ja, die Frage hatte ich ganz oft in Österreich. Wie bist du hergekommen? Im Auto, hauptsächlich. Das sowieso. Aber man kann auch mit Zug fahren oder man kann auch fliegen. Ja. Aber ich war mit dem Auto unterwegs und habe mich verfahren, weil es sollte eigentlich in die Schweiz gehen, weil ich den Ort irgendwie falsch verstanden hatte. Und war immer der Meinung, ich lande in der Schweiz und bin aber dann am Bodensee in Vorarlberg gelandet. Mein damaliger Freund und ich, wir sind zusammen da hingegangen. Und ja, wegen der Arbeit halt. Ich habe hier im öffentlichen Dienst gelernt. Ja, und als? Kauffrau für Bürokommunikation habe ich im öffentlichen Dienst gelernt und habe mich gleich nach der Lehre entschieden, das weiterzusuchen, weil das war auch für mich als Kind schon immer klar, dass ich irgendwie raus muss. Ich komme vom Dorf, ich wollte immer raus in die Welt. Und da ist man nach Österreich. Da bin ich in Österreich gelandet. Das war nicht so weit weg und auch nicht so die große Welt. Nur 6 Autostunden, aber ich bin von dort aus viel gereist. Ja. Also es hat schon irgendwie aber Begrenz ist jetzt nicht unbedingt die Weltstadt. Nee. Natürlich, wenn man die Festspiele sieht, ja, aber sonst sind ungefähr 20.000 Einwohner. Mein Kollege dort kenne ich gut, also da weiß ich, wie er da aufgestellt ist. Aber trotzdem viele Touristen. Also das Bundesland hat ungefähr so viele Einwohner wie unsere Hauptstadt Magdeburg. 230.000, so ungefähr. Ja. Und es war aber hauptsächlich einfach wegen dem Job, was lernen und eigentlich mehr oder weniger wegen den Hobbys. Ja, also ich fahre gern Ski, Snowboard, Biken und das war so, wie kann man das irgendwie verbinden und sollte ja eigentlich auch in die Schweiz gehen oder vielleicht auch weiter, aber es hat mir halt einfach so gut da gefallen, dass ich da geblieben bin. Natürlich ist eine schöne Gegend, der Bodensee ist wunderschön. Du bist ungefähr 10 Jahre dort geblieben? 12 Jahre war ich da. 12 Jahre dort? Mit 20 bin ich. Und du bist dort bei der Industrie- und Handelskammer dort tätig gewesen. Du hast auch Marketing gemacht, Unternehmer betreut, also richtig so trocken Marketing und. Ja, das war nie so trocken. Also ich habe ja eigentlich einen trockenen Beruf gelernt, aber für mich war schon immer klar, ich möchte nicht irgendwie Sekretärin oder Assistentin bleiben. Aber wenn ich richtig weiß, eigentlich dein Traum war, Fernsehstar zu werden. Ja, das weißt du richtig. Ja. Moderatorin wollte ich werden. Ja, genau. Das war du hattest auch Traum. Erfahrungen hier in Magdeburg gehabt. Sagen wir nicht bei Mensch Sender. Dürfen wir nicht. Aber Erfahrungen schon gesammelt. Ja, also, aber nicht weitergeführt. Nein, nicht weitergeführt. Ich wollte eigentlich nach der Ausbildung dann eine Ausbildung machen oder das halt auch studieren. Aber der Weg führte dann doch irgendwie nach Österreich. Mhm. Und ich habe auch lange dafür gearbeitet und mich hochgearbeitet, bis ich dann auch in einem Medienunternehmen in Österreich war, aber allerdings als Marketingleiterin. Aber mit verschiedenen Events und Galas hatte man die Möglichkeit, auch da Moderatorin zu sein. Also ich habe schon moderiert. Aha, also auch in Österreich. Ja. Also richtig ein Fernsehstar, meine Damen und Herren, heute ja. Nicht nur in Deutschland, sondern international. Aber irgendwann kam der Ruf von zu Hause, Flavia, wir brauchen dich. War das so? So teils, teils. Also der Kontakt nach Hause war ja immer da. Ich habe auch immer geschaut, dass ich so viel wie möglich in der Heimat verbringe, wenn ich Zeit habe. Also war für dich Österreich keine Heimat? Du Österreich ist für mich Heimat. Doch. Ich habe zwei.
Ich habe Österreich als Heimat und Deutschland als Heimat. Wir kommen gleich nochmal mit zwei Heimaten. Du auch? Ja, nein, das ist, ich habe letztes Mal gerade gesagt, ich weiß nicht, was schlimmer ist, ob man, dass man keine Heimat hat oder man hat zwei. Mhm. Das ist total, da sind auch meine Wurzeln. Man entwickelt sich zwischen 20 und 30 sehr. Ja, und trotzdem war der Kontakt hier, hier ist die Familie immer sehr groß. Und ich habe auch jede freie Minute verbracht, irgendwie in den Flieger mich zu setzen oder ins Auto zu setzen und hierher zu fahren. Ja, das schon immer. Aber der Ruf, meine Eltern haben mich immer machen lassen. Die haben immer gesagt, mach deinen Weg, wenn du glücklich bist. Aber irgendwann wird man älter und die Eltern auch. Und mein Vater hat ja ein tolles Handwerk erlernt. Er ist Metzgermeister, ist das Metzgermeister, richtig? Ja, er ist Metzgermeister und macht ganz tolle Produkte. Und der Familienbetrieb lag mir schon immer am Herzen. Und dann war einfach irgendwann die Entscheidung zu sagen, geht man wieder zurück zu seinen Wurzeln, macht man was ganz Neues, erfüllt man sich einen Traum. War das ein Traum, wieder zurückzukommen? Der Traum, zurückzukommen, war es nicht, aber der Traum, selbstständig zu sein, das war es. Ja. Obwohl man einen sehr guten Job in Österreich gehabt hat, richtig gut bezahlt, mit vielen Events, was man moderieren dürfte. Nee, also ja, ich bin ja auch mit dem Job viel gereist, ja, und das Reisen macht mir ja Spaß, das ist auch ein Hobby von mir. Aber dieser Drang nach Selbstständigkeit, nach auf eigenen Füßen stehen, war dann schon im Vordergrund. Ja. Und so hat man als Marketingmanager doch noch einen CEO über sich, der einen beherrscht. Mhm. Das war nicht mein Ding. Okay. Also kam doch der Anruf, wir brauchen dich. Du wolltest auch? Es war eine ganz blöde Idee. Also wir, eigentlich ist die Idee, mein Bruder, ich habe noch einen jüngeren Bruder, die ist so im Kreis der Familie entstanden, weil wir uns auch spezialisiert haben auf Spezialitäten, auf Wild. Was machen wir, was können wir machen? Und wir haben schon lange getüftet, aber die Idee kam eigentlich in Wien während einer Dienstreise. Ich war in Wien auf Dienstreise mit meiner damaligen Firma als Marketingleiterin unterwegs, saß mit einem sehr netten oder mit zwei sehr netten Freunden zusammen. Der eine ist Fotograf, weltweit, New York, Paris, überall, Mailand. Buenos Aires. Er ist Architekt, Architekturfotografiert er. Ja. Und der andere Freund von mir ist auch mein Sommelier, der mit mir immer die Weine für den Laden aussucht. Und mit beiden saß ich in einem kleinen Pub, Essen, Wein. Und der eine sagte, ich würde dich schon mit einer Rotwurst ins Schaufenster hängen und sagen, Wurst macht schön. Ja, und, und der andere hat gesagt, wie ihr zu Hause lebt, wie ihr das leidenschaftlich produziert und mit eurer Ware und das ist alles so toll. Warum erkannt er auch deinen Laden? Er kennt auch meine Eltern und er kennt unsere Produkte und auch vor allem mich, ja, wie wir das so leben. Wir produzieren nicht einfach nur Wurst, wir sind da alle voll dahinter, ja, und ganz viel Leidenschaft, Herzblut. Und dann hat er gesagt, warum machst du denn nicht deinen Laden auf? Warum machst du nicht irgendwas mit deinen Eltern? Mach doch das. Du bist kreativ, du hast den Marketing-Part, dein Papa hat das Handwerk. Und so entstand die Idee dazu mal in Wien, vor einem Jahr, ungefähr vor anderthalb Jahren so. Und dann hast du dann ging Eltern, das ganz schnell. Und hat deine Eltern gesagt, was haltet ihr davon? Und dann kam ich Weihnachten nach Hause und habe gesagt, so, ich fahr mal einen Laden auf. Und dann war das halt so, das war halt im Dezember, Weihnachten. Dann bin ich wieder zurück nach Österreich, da hat sich dann auch einiges ergeben. Und dann habe ich mich an meinen Businessplan gesetzt und habe das so ein knappes Dreivierteljahr einfach alles vorbereitet und bin genau jetzt dato, Oktober, November, letztes Jahr wieder hergezogen. Toll. Das war eigentlich, das ging ganz schnell. Ich bin da sehr kurz. Wie ist es, wieder in Magdeburg zu sein? Schön. Ist noch die Magdeburg, die du vor 12 Jahren, als du Magdeburg von Magdeburg weggegangen ist, noch dieselbe Stadt? Es hat sich verändert. Es hat sich weiterentwickelt, finde ich. Ist auch ein Katharinenturm, was du heute auch zum ersten Mal wahrgenommen hast? Oder? Ja, den habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, den Katharinenturm. Es sind, glaube ich, auch ganz viele andere Ecken, die du noch nicht so richtig wahrgenommen hast. Also ja, weil das ist auch, ich lache ganz oft, ich fahre mit dem Navi durch Magdeburg, tatsächlich. Mittlerweile finde ich mich gut zurecht, ich weiß auch, wo ich nach Buckau komme und so. Als Editha-Preisträgerin sollte man mehr genau wissen. Genau. Nicht vergessen, du bist als Editha in Ottos Wohnzimmer. Du ja, weißt, ich wie weiß. Viel, du weißt, dass Otto, Editha, diese Stadt als Morgengabe nach der Hochzeit als Geschenk war. Und das, dadurch ist eine enge Verbindung mit Otto und mit Ottos Wohnzimmer. Also wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu Max. Eigentlich ein Kölner Kind, mit Karneval nicht so richtig verwurzelt, wie viel ich weiß, aber doch mit Magdeburg verwurzelt. Das ist richtig, ja. Deine ganze Familie kommt aus Magdeburg. Genau. Dein Vater ist nach West-Berlin vor der Wende schon gegangen und danach nach Köln. Ja. Und du bist dann in Köln zur Welt gekommen. Genau. Und
jetzt nach ganz vielen Stationen weltweit, wenn ich weiß, in Zürich, in Spanien, in Madrid, in Buenos Aires einige Jahre gelebt und jetzt nach Magdeburg gekommen. Ja. Und jetzt bist du stolzer Magdeburger, also sagst auch, meine zweite Heimat ist in Magdeburg. Absolut. Oder? Also meine erste Heimat. Deine erste? Meine erste Heimat, ja. Also väterlicherseits geht das auf viele Generationen zurück. Mein Ururopa war Magdeburger, wie gesagt, mein Vater auch. Und dann bin ich irgendwann dem Ruf der Familie auch gefolgt. Also ich musste gerade lachen, das war bei mir ganz ähnlich wie bei Flavia. Ich war in einer Position in Berlin und bei uns deutete sich ab, dass der Geschäftsführer, der damalige Geschäftsführer unseres Hotels, in 2 Jahren in Rente gehen wollte. Und mein Vater hat gesagt, Junge, wie sieht's aus? Du hast alle Freiheiten, du kannst machen, was du möchtest. Ich war an einer guten Stelle in Berlin. Aber auch in einem Hotel? In einer Großgastronomie, okay. An einem schönen See gelegen und dort war ich Restaurant- und Bankettleiter. Okay. Und er hat gesagt, jetzt wäre eigentlich der gute Zeitpunkt. Ja? Und so bin ich dem gefolgt, das war vor 5 Jahren. Dein Vater hatte vorher das Hotel hier aufgebaut, muss man dazu sagen. Ja. Ne? Nach der Wende 1994, um seiner Heimat auch ein bisschen was zurückzugeben, hat er das Haus gebaut. Hatte viele Geschäftsführer über den Lauf der Jahre und das Hotel existiert seit knapp 25 Jahren. Mhm. Ja, und somit bin ich dem Ruf der Familie gefolgt. Wie ist das so, in Magdeburg zu leben, wenn man in so große Metropolen gelebt? Also wir sprechen jetzt nicht für Österreich, Also da waren kleine Metropolen. Wie ist das? Es waren alles vor, also ich bin, glaube ich, um die 8-mal, 9-mal umgezogen in meinem Leben. Und es waren alles Millionenstädte, also von 1 Million bis zu 2-stelligen Millionenstädten, London, Buenos Aires. Ich hatte natürlich eine Menge Bammel, also auch gerade von Berlin nach Magdeburg zu ziehen, als Junggeselle. Also ich hatte gedacht, irgendwann mit der Familie ist das kein Problem, wenn man das macht, dann ist man gesettelt. Aber ich war in dem Fall, war ich ja noch jung und wusste nicht genau, was mich erwartet. Kannte die Stadt eigentlich auch nur von Besuchen. Also auch vor der Wende waren wir öfter hier, weil auch die Cousins und Cousinen meines Vaters hier wohnten. Und wir auch hier den Tag der Deutschen Einheit, die wir damals gefeiert haben, bei Ecki Meier. Fußball, hier FCM-Fußball. Richtig, genau. In seiner Gastronomie, da war, ich glaube, das war noch das einzige Gebäude weit und breit. Da war drumherum noch keine Neubausiedlung. Das ist wohl wahr, ja. Ja. Und ich kannte die Stadt auch im Wandel und hat mir auch immer gut gefallen. Also ich hatte damals schon mir wurde die Hegelstraße gezeigt, die Sternstraße. Und dort war ja schon eine schöne Substanz eigentlich. Und ich konnte es mir irgendwie vorstellen, aber ich hatte, wie gesagt, ein bisschen Schiss. Aber es ist gut aufgegangen. Ich bin nach einem guten halben Jahr. Also ich hatte ein bisschen Startschwierigkeiten, anders als in anderen Gegenden, wo man war, weil die Menschen hier doch ein bisschen anderer Schlag sind. Gucken sich denjenigen genau an, der hier neu aufschlägt, vor allem wenn er aus dem Westen kommt. Und hat ein halbes Jahr gedauert. Dann habe ich Uli Bittner kennengelernt, der hier bekannt ist wie ein bunter Hund. Und der hat mich dann auch Mückenwirt anderen Gastronomen vorgestellt und dann nahm das zu. Und mittlerweile habe ich hier wirklich einen sehr großen Freundeskreis und bin wirklich hier beheimatet. Ja. Also Berlin ist in weiter Ferne für mich mittlerweile. Wohnst auch, wenn ich richtig weiß, richtig mitten im Zentrum, Stadtzentrum, am Hasebackplatz? Das war die Bedingung. Das war die Bedingung. Also richtig doch leben. Ja, da musst du schon ein bisschen was los sein. Ich sollte das vielleicht umziehen vom Dorf in die Stadt. Vielleicht ist mir dann nicht mehr so langweilig. Ja, ich glaube schon, dass viel Leben hier in Magdeburg ist. Aber es hat mir gut in die Karten gespielt. Also der Start war interessant. Die Stadt, wie gesagt, ist in einem sehr positiven Wandel. Mhm. Und ist eine Menge Potenzial hier auch noch in der Stadt und das gibt mir Auftrieb. Ja, und auch wenn du jetzt nicht direkt in Magdeburg arbeitest, es ist am Rande, am Stadtrand, trotzdem, man nimmt dein Hotel doch als Magdeburger Hotel schon wahr. Also es ist doch mit der Szene hier verbunden, die Gäste, die hier kommen, machen keinen Unterschied, ob das Barleben ist oder Magdeburg. Also die sind bis ganz dicht an der Autobahn auch. Und wie ist auch die Meinung der Gäste? Was sagen die über Magdeburg? Ja, ich denke mal, dass Magdeburg überrascht. Ja? Also das, ich sag mal, das Image von Magdeburg zum Beispiel in Berlin, die Berliner kennen es gar nicht. Ja? Also ich habe auch viele Berliner Freunde, die es einfach nicht geschafft haben, herzukommen, weil die Berliner generell ein bisschen unbeweglich sind. Ja. Die leben in ihrem Kiez und aber ich sag mal, die Gäste, die herkommen, sind von der Freundlichkeit der Menschen, begeistert. Ja, habe ich auch. Und von der Stadt im Wandel, wie grün die Stadt ist. Mhm. Jetzt nicht zu dieser Jahreszeit, aber sonst. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Feedback. Und das versuchen wir auch unseren zukünftigen Gästen zu vermitteln, dass die Stadt einfach anders ist als der Ruf, der ihr vielleicht durch Nachrichtensendungen oder durch die Vergangenheit
halt der Fall vor halt. Ne? Ja. Man sieht auch, dein Hotel profiliert sich so mit Nischenprodukte. Du versuchst auch für die Leute, die aus Barleben was anzubieten, auch für die Magdeburger was anzubieten und auch sehr interessante Veranstaltungen. Ich war selber bei einem Tee-Nachmittag, Tea Time, also ich war richtig begeistert dort. Also da hat man richtig wie in London Tee getrunken und auch Kleinigkeiten dazu gegessen und die Atmosphäre war fantastisch. Demnächst weiß ich, dass du einen Wildspezialitäten-Nachmittag machst. Also. Den muss ich mir wahrscheinlich anbieten. Ja? Aber gerne im Nachhinein. Ja, aber dann könnt ihr nochmal was einbauen. Also versuch schon verschiedene spezielle Veranstaltungen anzubieten, die es noch nie hier gegeben haben. Warum? Das sind einfach Einflüsse, die ich aus meinem Lebenslauf mitgenommen habe. Ich habe in 6 5-Sterne-Hotels, wie gesagt, weltweit gearbeitet. Da gab es feine Sachen, manche, die mit großem Aufwand betrieben wurden, manche aber, die mit kleinem Aufwand betrieben wurden. Und ich habe gesagt, alles, was wir umsetzen können, was Interesse anregt, das probieren wir mal aus. Und wir haben das halt festgestellt, dass gerade so eine Vielfalt, Angebotsvielfalt bei den Gästen auch gut ankommt. Gemeinde Barleben ist um uns herum gewachsen. Wir waren ja damals auch auf der grünen Wiese. Und sind da auch eng verbandelt mit der Gemeinde. Sehr viele Gäste, Familienfeiern, Hochzeiten finden von Barleben am Norden statt. Und es wird gut angenommen. Und so muss man sich auch mal wieder was Neues einfallen lassen. Die Konkurrenz ist groß und so muss man sich halt mit individuellen Angeboten abheben. Mhm. Wie ist es bei dir? Was sagen deine Kunden? Ich weiß, dass du mittlerweile Kunden auch aus Berlin hast. Aus Hannover habe ich heute bei Facebook, hat jemand gepostet, bring mir bitte was in Hannover. Ja. Ich sehe das genauso wie er. Also es ist bei mir genauso. Ich hatte letztens auch übrigens 6 Damen aus Berlin. Die waren hier, die haben einen Magdeburg-Sightseeing-Trip gemacht. Und auch die waren total begeistert, wie freundlich und wie toll. Und dass es so viele interessante Sachen hier zu entdecken gibt. Und dann habe ich auch gesagt, wo kommt ihr denn her? Ja, aus Berlin. Ich so, was macht ihr? Und die haben alle gesagt, und jetzt fahren wir nach Berlin zurück und erzählen allen, wie toll Magdeburg war. Ja? Also ich erlebe das genau so. Und ich habe ja auch dadurch, dass ich wirklich mir ein Touristenobjekt ausgesucht habe, habe ich weltweite Touristen auch bei mir im Laden. Und es ist egal, ob aus ganz Deutschland oder sonst woher, sie sind alle begeistert. Und bei mir im Laden ist das auch so, wie auch bei ihm. Man nimmt sein gewisses Know-how und das kleine Rucksäckchen, was man über all die Jahre gesammelt hat. Ich war zwar nur in Österreich, aber ich bin ja von da aus sehr viel gereist, ja, und war sehr viel auch geschäftlich unterwegs. Und da sammelt man überall ein und nimmt das alles in den Rucksack und nimmt das mit und setzt das halt hier um, soweit man kann. Ja. Und man hebt sich eben ein bisschen ab und das kommt sehr, sehr gut an. Ja. Und viele kommen bei mir in den Laden und freuen sich, dass es mal was anderes ist. Absolut. Wie ist es so, hat man Freizeit, wenn man selbstständig ist, dann muss man sich um ganz, ganz viele Sachen kümmern und um seine Angestellten noch kümmern. Nimmt man das Leben, was in Magdeburg stattfindet, noch wahr? Ich habe es gehört, nur ein bisschen am Rande, es gibt ganz viel Kulturleben zum Beispiel. Nimmst du das wahr? Nimmst du das wahr? Also ich in jedem Fall. Freizeit habe ich Gott sei Dank, die muss man sich auch nehmen, die Freizeit. Und ich habe ja auch, wie gesagt, ein paar Jahre in Berlin gelebt, wo das Angebot ja gewaltig ist. Aber man kommt nicht dazu, es anzunehmen. Und in einer Stadt wie Magdeburg habe ich alles mitgenommen, was war. Ob es Pferderennen war, Sachen, wo ich vorher niemals war. Aber es sind halt Gelegenheiten, wo man mit Freunden, Bekannten sich trifft, wo man auch Freunde trifft, mit denen man sich gar nicht verabredet hat. Man nimmt alles mit und ich finde, es sind eine Menge gute Veranstaltungen hier. Und also ich bekomme das schon mit, ja. Noch nicht so richtig. Alles? Man kann noch nicht alles? Nicht alles, weil, wie gesagt, im ersten Jahr der Gründungsphase ist das sehr schwierig. Nichtsdestotrotz nehme ich mir aber meine Auszeit und außerdem bin ich eh ein Nachtmensch. Ja, ich bin eine Nachteule, also von dem her. Und wenn es nur mal eine Runde tanzen gehen ist bis morgens um 4, das ist für mich auch Entspannung. Ja. Oder mit Freunden einfach weggehen, das ist teilweise reicht das schon. Oder mal an der Elbe lang spazieren, das ist alles gut. Ich weiß, dass du noch eine Leidenschaft hast, Kochen. Ja. Man konnte in einem bestimmten Fernsehsender noch sehen, dass du sehr gut kochen kannst. Ein bisschen chaotisch war es. Ja, aber irgendwas hattest du nicht gefunden, irgendwie Mehl oder Mehl war ja. Da nicht parat. Weil ich das jemandem geliehen hatte, wo ich vorher war und habe es da stehen lassen. Ja, ist manchmal so, aber es ist trotzdem alles gut gegangen. Das heißt, bei dir kommt nicht Vegetarisches? Doch.
Ich mache, bei mir kommt Vegetarisches, mache einmal in der Woche mache ich immer einen fleischlosen Tag. Manchmal habe ich auch so ein Spleen, dass ich den 14 Tage durchziehe. Dann gibt es bei mir 14 Tage, keine Ahnung, Rohkost, Gemüse, fleischlos einfach. Freitags gibt es Fisch. Das habe ich in Österreich so gelernt oder auch Veggie. Also das mache ich schon, das setze ich auch also so im Laden. Die Katholiken haben sich schon ein bisschen durchgesetzt. Ja, also nee, wirklich. Also das ist auch, deswegen bin ich vielleicht auch so schlank. Meine Familie ist auch so schlank. Wir essen sehr ausgewogen. Ja. Bei uns gibt es sehr viel Gemüse, Fisch, Käse, alles querbeet. Ich esse aber nichtsdestotrotz sehr gerne Fleisch. Und dein Lieblingsgericht ist? Ente. Mit Rotkohl oder Gans. Also mit Grünkohl. Bald jetzt Weihnachten. Also was ganz typisches. Und das ist auch, wenn ich krank war früher als Kind. Meine Eltern wussten immer, wenn ich auf dem Weg der Genesung war, habe ich mir Ente gewünscht. Ja. Also es ist das absolute Lieblingsgericht. Ist auch irgendwie immer so Heimatding. Wie ist es, wenn man in hochklassige Restaurants gearbeitet hat? Und dort alles geleitet hat, hat man Zeit selber oder die Lust selber noch so auszuprobieren? Nein, kein Fall. Nein. Also ich habe das immer entschuldigt, weil ich auch gesagt habe, meine Wohnung, wie die aussieht. Wenn man im Hotel für Ordnung und Sauberkeit sorgt und auch den ganzen Tag den Menschen beim Essen zuguckt, dann ist man nicht, ist man kein großer Esser oder ich bin es auf jeden Fall nicht. Und du willst auch nicht was ausprobieren oder nicht was Neues? Erstmal kann man im Restaurant sowieso nicht ruhig sitzen, ja, weil der Kellnerblick immer durch die Reihen geht. Man ist immer, es ist halt das geschulte Auge. Ja, und so richtig entspannen im Restaurant fällt mir schwer. Mhm. Ich esse trotzdem gerne, auch viel Fleisch. Wir sind auch eine sehr schlanke Familie. wie gesagt, das ist halt, ich habe täglich jeden Abend den Menschen beim Essen zugeguckt. Und dann will man am Ende eigentlich nur noch ein Glas Bier trinken und dann ist man sowieso dann geschafft für den Tag. Bei mir lacht man immer und sagt immer, wieso hast du immer Hunger? Ich habe immer Hunger. Ja. Du hast doch einen Feinkostladen, ja? Und da ist doch auch eine Riesentheke und du hast auch ein Mittagsangebot. Aber soll ich dir was sagen? Ich habe auch heute nichts abbekommen von irgendwas. Das ist, also erstens mal verkauft man das, ja? So, sehe ich ja, so viele ja, Gemeinschaften, kann ich aber auch nicht vergessen. Ja. Also, kommt ja, man auch nicht also, dazu. Ja, also man kommt nicht wir dazu, haben noch ein bisschen Kuchen hier, ja. Ja. Also entweder verkauft man das oder man kommt nicht dazu. Das ist einfach so. Ja. Das ist unfassbar. Und abends wird man wieder munter und denkt sich, oh, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Jetzt kommt eine unangenehme Frage, natürlich für euch beide. Habt ihr das bereut, wieder zurück bei dir wieder zurückzukommen, bei dir indirekt zurückzukommen durch die ganze Familiengeschichte? Nein. Also ich habe auch sowieso generell noch nie in meinem Leben was bereut. Ja, ich bin wirklich ein kleines Chaotenkind. Ich höre immer ganz viel auf mein Bauchgefühl, wo ich öfters mal vorher doch mal nachdenken sollte. Ich habe viele verrückte Sachen auch in meinem Leben gemacht. Ich war aber auch immer. keine Ahnung, ich war Galionsfigur auf dem Love Parade-Truck und meine Oma hat mich damals im Fernsehen gesehen, halb nackt oder so. Ja, solche Sachen habe ich eben auch gemacht. Und da gibt es viele, viele Sachen. Aber businessmäßig war ich immer sehr streng, ja, und sehr zielorientiert und sehr ehrgeizig und habe mich immer durchgeboxt habe auch nie irgendwas bereut. Und ich würde ja auch nicht so bereuen, in meine Heimat zurück. Es ist schwer, aber ich habe nichts bereut, nein, also. Ich freue mich, hier zu sein. Ich wurde super toll empfangen von vielen, vielen alten Freunden, die irgendwie doch auf einmal alle wieder da sind und wo auch Jahre, ich bin auch ein Mensch, der sehr Kontakt hält, auch wenn man weit weg ist, ja. Wie ist es bei dir? Ich bin auch ein anpassungsfähiger Mensch, also von daher bereue nichts, nichts. Und ich bin auch ein Stück stolz darauf, diese Familiendynastie hier fortzuführen, ja, die zwischenzeitlich mal aufgrund der politischen Situation getrennt wurde, aber dass man jetzt sagen kann, man ist wieder hier und setzt halt diesen Namen Bertram hier wieder in Magdeburg fort. Das ist für mich irgendwie so ein bisschen stolz behaftet. Magdeburg wird sich bewerben als Kulturhauptstadt Europa 2025. Du hast es noch nicht gehört davon? Nein. Du guckst mich so. Nein. Die Zeitung liest du ab und zu mal. Ja. Ja, gut. Horoskop. Das nehmen wir auf der letzten Seite. Politik und Horoskop. Okay. Nein, also ich lese schon Zeitung. Ja. Ja. Was haltet ihr davon? Ist das eine gute Idee? Hat Magdeburg Chancen überhaupt, Kulturhauptstadt zu werden? Vielleicht. Wenn der Disput zwischen Halle und Magdeburg gelöst wird, und ich glaube, da ist jetzt gerade so ein kleiner Wettbewerb in Kraft getreten. Ja, das ist richtig. Aber ich denke mal, es ist für jeder große Event in Magdeburg kann uns nur nach vorne bringen. Und kulturell, denke ich, hat die Stadt in einigen Punkten auch Nachholbedarf, was jetzt auch, sagen wir mal, moderne Kultur betrifft. Aber ich denke, es ist auch das Beste. Auch Subkulturen sind noch mal weiterzuentwickeln. Ja.
Live-Musik unter der Woche. Da gibt es ja auch viele, viele Bestimmungen zum Beispiel, die, die das verbieten. Und ich meine, eine Kulturhauptstadt muss halt auch wirklich alle Facetten bieten. Aber ich denke mal, wir sind auf gutem Wege. Und es wird ja auch einiges in die Wege geleitet, um, um Magdeburg da auch als, als guten Kandidaten oder als würdigen Kandidaten zu präsentieren. Wie denkst du darüber? Ich finde das auch. Also ich bin ja derselben Meinung. Und ich fand auch letztes Jahr hatten wir ganz tolle Events in dem Bereich. Ja. Da wird schon was getan und da sind wir quirlig. Und ich denke, das kommt noch ein bisschen mehr. Ist Magdeburg international genug? International bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Weil? Wir brauchen wir einfach noch. Wir brauchen einfach da noch ein Stückchen Zeit, glaube ich. Gut, ich wohne in der Sternstraße und aufgrund der ganzen Studenten merkt man natürlich die Internationalität der Stadt. Also man hört immer mehr Sprachen, man hört auch in den Bars das und Cafés, ja. Rund um Hasselbachplatz auch Englisch und Spanisch. Die Frage und ist aber, wie lange die bleiben, ja? Studieren die nur hier wegen der, unserer guten Uni oder bleiben die auch oder kriegen die auch hier einen Job? Dieses Fortfahrende würde mich dann interessieren, ja? Also ich hatte zum Beispiel gerade gestern eine Kundin bei mir im Laden, die hieß auch Flavia, eine Italienerin, studiert hier. Ja, fand ich ganz toll. Ich habe zwei Amerikaner bei mir als Kunden aus San Francisco, studieren hier. Die Frage ist halt, wie lange bleiben die, verweilen die hier? Ja? Können wir es schaffen, auch sogenannte, also die fertigen Studenten oder auch Fachkräfte dann hier zu halten? Angebote zu bieten. Genau, diese Angebote zu bieten, diese Fachkräfte eben auch hier zu behalten. Ja? Mhm. Diese gut ausgebildeten Leute. Das ist auf jeden Fall eine gute Aufgabe. Ja, wenn ich in meinem Alter allein schaue, wie viele tolle Fachkräfte wir da haben, die weggegangen sind, weil sie keinen Job bekommen haben oder so. Das würde mich interessieren, ob man das schafft, diese Leute auch hier zu behalten. Ja? Sonst sind wir ja schon ein bisschen Multikulti. Ich glaube, in der Hotelbranche ist es auch nicht einfach, gute Leute zu kriegen, oder? Deswegen sind wir ja auch auf unsere Spurensuche oder auf Suche in anderen europäischen Ländern gegangen und haben da ja auch... Barleben ist... beispielhaft für solche Kooperationen mit das Spanien richtig, gerade, ja. Mit Valencia, wenn ich richtig weiß. Genau. Und von dort kommen immer Auszubildende, die auch hier lernen, auch in verschiedenen Geschäften hier in der Innenstadt. Und auch bei dir im Hotel sind auch einige dort. Also wir haben 8 spanische Auszubildende, eine Ukrainerin jetzt auch, eine ukrainische Auszubildende. Und jetzt kommt noch polnische Auszubildende dazu. Also wir gucken natürlich auch nach unserem Gästekreis, dass wir auch da alle Facetten bedienen können, ja, und auch alle Sprachen bedienen können. Insofern, Hotel Sachsen-Anhalt ist auch ein bisschen international geworden. Wer redet genau dann mit den Spaniern? Ich. Ja. Ja. Also ich bin der Hauptanlaufstelle. Ah, okay. Ja. Wie viele Sprachen sprichst du? Englisch, Spanisch und Deutsch. Okay. Und ein bisschen Kölsch. Und wie ist es in der Karnevalzeit? Hast du keine Sehnsucht nach Köln? Entweder du bist eine Jeck oder du bist kein. Ja. Das ist so. Hat man in Österreich auch Karneval gefeiert? Ja, und du auch? Ja, ich fahre da sogar extra für hin. Aha. Ja, für Karneval feiere ich in Österreich. Also nach das also Rosenmontag, Rosenmontag. Ja, Faschingsdienstag wird die Bude abgerissen. Okay. Mhm. Also ist so immer Party bei dir. Ja, nicht immer, aber Fasching muss sein. Also Fasching geht über alles. Ja. Hm? Wie geht es weiter? Gibt es Pläne für die Zukunft? Ja, gibt's immer. Dürfen wir die erfahren? Teile davon? Ja, also erstmal müssen wir noch ein bisschen an meinem Laden basteln. Ich habe natürlich noch einiges vor, was mir im Kopf schwebt, um die ganze Geschichte auszubauen. Ja? Dann steht auch noch ein bisschen was mit meinen Eltern an, ja? Sprich Betriebsübernahme und so weiter. Das sind ja so ganz große Baustellen und schleichende Prozesse, die irgendwo so kommen. Momentan sind wir ja schon ein bisschen so dabei, wo ich habe ja auch immer viele Ideen, mein Vater ist auch sehr kreativ. Wir haben gerade so die Phase, wo er es nennt, ich wurschtel in seiner Firma rum, ich nenne es Prozessoptimierung. Ja, also wir haben gerade so alle Phasen. Ich lasse mal das erste Jahr sacken und dann schauen wir im Januar mal, was dann kommt. Wie ist es bei dir? Du hast auch den Laden von deinem Vater übernommen, ja, in einer gewissen Weise Ich muss mal sagen, Georg, die Wahl der Gäste ist dir gut getroffen heute, weil sie so viel parallel kommen. Ja, ich auch. Ich auch. Ja. Eine Spur dafür. Ja. Wir gehen nachher noch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das, ja, erst ist es wichtig, den eigenen Laden für die Zukunft zu trimmen. Das ist auch unser Ziel. Also da gibt es auch einige Expansionspläne innerhalb des Hotels. Mhm. Ja, ansonsten müssen wir mal gucken. Also es ist
als junger Geschäftsführer und ich bin das erste Mal in der Position, ist es eine Bärenaufgabe und da möchte man, muss man sich erstmal auf das eine fokussieren und dann kann man weiterschauen. Aber ansonsten denke ich mal, also geschäftlich das Hotel nach vorne bringen, ja, und dann gibt es noch private Ziele, die man auch noch erreichen will und dann, ja. Auf jeden Fall, die sind aber mit Magdeburg verbunden. Definitiv, das ist die erste Bedingung. Ich denke bei dir auch. Ja. Die letzte Frage, Editha-Preis. Was hat für dich für eine Bedeutung, in der Otto-Stadt Magdeburg einen Editha-Preis zu bekommen? Das hat für mich eine ganz große Bedeutung, ja, weil diese Rückwanderung war nicht einfach, ja, weil ich ja mit Österreich sehr verbunden bin und meine ganzen Freunde auch da sind und wirklich Menschen, die mir am Herzen liegen. Ja, die haben mich da ganz toll aufgenommen. Ich war mal anfangs so ein kleiner Ossi-Lehrling. Mittlerweile kennt mich da jeder und ich kann da auch bis ins Landhaus reinlaufen. Selbst die Politiker kennen mich. Ich habe da ein größeres Netzwerk quasi fast als hier. Ja, und das war, dieses Weggehen war sehr, sehr schwer. Wenn man 12 Jahre dort lebt, dann kennt ja. man auch jeder. Ja, ja, und wenn man im Marketingbereich tätig ist oder in Medien, dann ist das sowieso in wieder ganz schnell. So eine kleine Stadt wie Bregenz. Ja. Ja, es war ja um ganz Vorarlberg und Österreich zuletzt. Ja. Okay. Und ja, auf jeden Fall, dass die Rückkehr, also dieser Preis ist natürlich was ganz Tolles. Ja, damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Und auch, ich bin da auch allein hin zu dieser Verleihung. Man hatte mich nochmal angerufen, ob ich denn auch an dieser Veranstaltung teilnehme. Und ich dachte so, was? Ja, so mein Terminkalender ist nicht immer ganz im Kopf. Und wenn man sich bei so einer Laudatio erkennt, dann ist das was ganz Tolles. Dann flattert schon. Ja, und hinter mir die Frauen sagten schon so, das bist du nicht so was. Wow. Und ich fand das ganz, ganz toll. Es war eine ganz tolle Laudatio und ich freue mich riesig über diesen Preis. Der bedeutet für mich auf jeden Fall dieser Abschnitt jetzt ist sehr, sehr schwer für mich. Dieses Lösen, dieses wieder heimkommen. Ich habe gesagt, ich gebe mir ein Jahr Zeit, ob ich mich wieder wohlfühle in Magdeburg, weil mir ist auch ganz schnell irgendwo langweilig. Und ich habe auch kein Problem, meine Sachen zu packen, wieder irgendwo anders hinzuziehen. So rast- und ruhelos bin ich eben. Ja. Und dieses Aufgenommenwerden und wieder hier sein, und das macht Mut. Und das ist momentan eine ganz schwere Phase so im Leben. Ja, auch mit der Selbstständigkeit wieder herziehen. Aber das macht ganz viel Mut. Aber kein Sinn, wegzugehen. Nein, nein, nein. Also dieser Ehrgeiz hat mich ja gepackt und ich möchte ein bisschen was Neues hier erreichen. Und jetzt hauen wir halt drauf. Also dieser Preis ist unglaublich toll. Meine Lieben, leider ist unsere Sendezeit zu Ende. Wir können noch stundenlang hier plaudern, aber eine muss mir versprechen, ihr kommt wieder. Ottos Wohnzimmer hier, natürlich Editha muss zu Otto kommen. Ja. Und ja. Max, glaube ich, da bist du hier gut aufgehoben. Ich habe für euch ein paar kleine Geschenke. Wir haben ein großes Jubiläum in diesem Jahr, also 500 Jahre Reformation. Und Martin Luther und Magdeburg sind auch sehr eng verbunden. Es gibt hier eine Magdeburger Lutherrose als Medaille für euch beide, als Glücksbringer. Und natürlich, ihr wisst, dass ich auch eine Kochsendung noch habe, hier im offenen Kanal und es gibt auch ein Buch dazu. Vielleicht gibt es noch die Möglichkeit, neue Rezepte zu entdecken für das dich. Ist aber toll, und vielleicht als Anregung für die hochwertige Küche, Fünf-Sterne-Küche. Das ist toll. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und Ihnen auch, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Sie sehen, es ist immer hier voll Leben in Ottos Wohnzimmer. Wir haben immer interessante Gäste. Schauen Sie nächstes Mal wieder zu. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen.